Im Jahr 1985 gab der französische Philosoph Gilles Deleuze in einem Interview mit der Cahiers du Cinéma folgende Aussage zu Protokoll, Zitat. Es stimmt, die Philosophen haben sich wenig um den Film gekümmert, selbst wenn sie ins Kino gingen. Zitat Ende. Zweifelhaft ist, ob diese Aussage 1985 zutraf. Man denke zum Beispiel an das Buch The World Viewed des amerikanischen Philosophen Stanley Cavell aus dem Jahre 1971. Sicher aber ist, dass diese Aussage heute nicht mehr stimmt und daran hat Deleuze selbst natürlich seine Anteile. Denn heute ist Film und Philosophie ein Paar, welches regelrecht beackert wird. Wenn wir alleine im deutschsprachigen Raum an Denkerinnen und Denker wie Josef Früchtel, Gertrud Koch, Martin Seel, Heide Schlüppmann oder Lorenz Engel denken, wird klar, dass wir es mit einem regelrechten Mehr an filmphilosophischer Beschäftigung zu tun haben. Und doch verhält es sich doch so, dass man schon beim ersten Schwimmversuch auf diesen einen rätselhaften Denker stößt, dessen Behauptung dieses Video eingeläutet hat: Gilles Deleuze. Von ihm geht eine seltsame Faszination aus. Eine Faszination, die wohl auch durch einen Dunstkreis des Nichtverstehens umgeben wird, so als hätten wir es mit einer heiligen Schrift zu tun, die zu entschlüsseln nur den größten Geistern obliegt. Doch hinter dieser deleuzianischen Rätselhaftigkeit steckt A. ein gewisser Schabernack mit der Systematik seiner Bildtaxonomie, B. der Hang zur metaphysischen Spekulation, die einem größtenteils verschlossen bleiben muss, und C. die Eigenart des rhizomatischen bzw. schriftstellerischen Denkens, das man, so hat es Oliver Fahle treffend beschrieben, voranbringen muss, um es irgendwie verstehen zu können. Daran will ich mich in zwei Episoden Filmtheorie einmal versuchen und dazu auf die zwei zentralen deleuzianischen Begriffe Zeit und Bild blicken. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. Wer diesen Kanal und seine Inhalte schon ein wenig länger verfolgt, weiß, dass dies nicht das erste Video über Gilles Deleuze ist. Es ist genau genommen mein dritter Versuch, sich mit dem Philosophen und seinen zwei Filmbüchern zu beschäftigen. In meinem ersten Deleuze-Video habe ich mich aus eher filmhistorischer Perspektive mit den von Deleuze herausgearbeiteten Merkmalen des modernen Kinos beschäftigt. Im zweiten Video habe ich die Großaufnahme als Affektbild in den Blick genommen. Was ich nun in diesen beiden Videos vorhabe, begreife ich als eine Art greisende Weiterführung in meiner gelegentlich aufflackernden Beschäftigung mit dem französischen Philosophen. Oder im Deleuze-Jargon gesagt, es ist eine Form der stetig werdenden Aktualisierung. Um sich dem deleuzianischen Zeitbild zu nähern, sind einige theoretische Vorannahmen zu tätigen, die über die beiden Kinobücher hinausgehen. Da wäre zunächst einmal zu klären, was Deleuze unter dem Begriff Bild versteht und was nicht. Und dann wäre zu klären, was er als das eigene des Filmbildes begreift. Und dies ist nun einmal die Bewegung selbst. Genau dieser Aspekt soll einmal direkt zu Beginn des Videos festgehalten werden, weil es a. von großer theoretischer Relevanz ist und b. damit dieser Gedanke, dieser Grundgedanke dann im späteren Verlauf und im zweiten Teil weiter gesponnen werden kann. Was also ist der deleuzianische Gedanke zum Bewegungsbild? Für Deleuze ist das Bewegungsbild nicht einfach Bild plus Bewegung. Dies ist zumindest die These des französischen Philosophen Henri Bergson, auf dem das Denken von Deleuze größtenteils fußt. Hier ist aber sowohl einzuwenden, dass a. Deleuze Henri Bergson relativ frei weiterdenkt und b. dass er in seinen beiden Büchern gleich mehrere Bergson-Kommentare verfasst, in denen er teilweise mit Bergson sich gegen Bergson wendet. Die zu widerlegende Aussage von Bergson besteht nun darin, dass er, Bergson, dem Film unterstellt, keine tatsächliche Bewegung, sondern eine falsche zu sein, weil wir es hier mit einer Bewegung zu tun haben, die den Bildern nur nachträglich hinzugefügt wurde. Denn eigentliche Bewegung, so hat es Oliver Fahle zusammengefasst, bildet bei Bergson stets eine
kontinuierliche und damit unteilbare Verlaufsform und kann daher auch nicht auf einzelne Punkte eines zu durchmessenden Raumes zurückgeführt werden. Genau genommen ist der Film also nur eine andere positivistische Technik, die die Welt erst zergliedert und dann als hübsche Illusion wieder zusammensetzt. Doch die eigentliche Bewegung, die eigentliche Dauer, das spielt im Kino alles keine Rolle. Deleuze aber nimmt nun diesen empiristischen Standpunkt selbst ein und zeigt, dass Kino eben keine illusionäre und damit falsche Bewegung sei, sondern der tatsächlichen, natürlichen Bewegung entspricht. Denn Bergson kritisiert ja im Kino, dass es die flüssige Bewegung in Einzelbilder unterteilt und damit die ununterbrochene Dauer zergliedert und dann wieder zusammensetzt. Doch genau dies entspricht, so Deleuze, im Grunde der Art und Weise, wie wir mit unseren eigenen Augen Bewegung wahrnehmen. Auch unsere Augen tun ja, vereinfacht ausgedrückt, nichts anderes als die Welt und ihre Objekte stückweise abzutasten und das meint, bewegliche Schnitte zu setzen, die dann von unserem Gehirn in eine flüssige, aber falsche Bewegung synthetisiert werden. Aus diesem Grund entspricht die vermeintliche Falschheit des Kinos in Wirklichkeit der Natürlichkeit der Bewegung und ihrer Wahrnehmung. Mit Deleuze betrachtet ist der Film also nicht Bild plus Bewegung, er ist echte falsche Bewegung. Er lässt sich auch nur als Bewegung fassen. Die Filmwissenschaftlerin Miriam Schaub rät allen Skeptikern zum Gegenversuch. Zieht man nämlich die Bewegung vom Bild ab, dann verschwindet schlicht und ergreifend das Phänomen Kino spurlos. Bewegungsbilder sind also im Grunde projizierte Bilder, die wir als Nachbilder der Leinwand auf unserer Netzhaut sehen. Erst vor diesem theoretischen Hintergrund können wir dann die Spielarten dieses einen Bewegungsbildes verstehen, die Deleuze mit Blick auf die Geschichte des Films entwirft. Und hier spreche ich natürlich von Aktionsbild, vom Wahrnehmungsbild und vom Affektbild. Und dann ist erst die Grundlage für das geschaffen, was man nach Deleuze das Zeitbild nennen könnte. Doch hier beginnen bereits für die Philosophie wie für die Filmwissenschaft die Probleme. Denn mit der Kritik an Bergson sehen wir, dass Deleuze das Bewegungsbild sowie die Bewegung als natürliche Falschheit auffasst. Deleuze nimmt also eine Art Parallelisierung zwischen der Projektion eines technischen Apparats und der Funktion unseres trägen Auges vor. Andererseits aber wird er ausgehend von dieser Grundbestimmung eine Klassifikation von Bildtypen entwerfen, die historisch und innerhalb unterschiedlicher gesellschaftlicher wie politischer Systeme erwachsen sind. Er wird zum Beispiel vom amerikanischen System Griffiths sprechen, Eisenstein und seine dialektische Montage zu so etwas wie einem Hegel des klassischen Films machen und auch das deutsche Kino des Expressionismus und das französische Kino des Impressionismus in seinen klassischen Eigenarten herausstellen. Und dann ist es ja die Krise eines spezifischen Bewegungsbildes, nämlich die Krise des Aktionsbildes, die nach dem Zweiten Weltkrieg das Zeitbild auf den Plan ruft. Deleuze also bindet die Entwicklung seiner Bildtaxonomie an Realgeschichte, während er zugleich eine Naturgeschichte des Films schreibt. Diese inhärente Spannung gibt er auch ganz offen zu, wenn er im bereits erwähnten Interview mit der Cahiers du Cinéma sagt, Zitat, in der Tat ist es in gewisser Weise eine Geschichte des Films, aber eine Naturgeschichte. Zitat Ende. Deleuze schreibt also zugleich an einer Naturgeschichte des Films als auch an einer Filmgeschichte der Natur. Wir haben es also sowohl mit einer evolutionären Natürlichkeit als auch mit sozialer Konstruktion zu tun. Und schwuppdiwupp befinden wir uns bereits tief im Kaninchenbau des deleuzianischen Denkens. Um nicht sofort tiefer zu fallen, müssen wir also zunächst die Eingangsfrage beantworten: Was versteht Deleuze unter einem Bild? Wer sich in der Filmphilosophie von Gilles Deleuze zurechtfinden will, muss erst einmal einige theoretische Vorannahmen über Bord werfen, und zwar die wir im Umgang mit Film für gegeben halten und
auch gerade in identitätspolitischen Kreisen ganz hoch im Kurs sind. Deleuze nämlich negiert das theoretische Axiom, dass der Film ein Medium der Repräsentation sei. Jede Idee davon, dass der Film so etwas wie ein Fenster zur Welt darstellt, müssen wir also schnurstracks vergessen. Und dies hat unmittelbar etwas mit der Frage zu tun, wie Deleuze das Bild auffasst. Und an dieser Stelle muss von Miriam Schaub konstatiert werden, dass Deleuze im Nachdenken über Bilder eine allgemeine und damit auch klare Definition ablehnt. Schaub fächert uns das einmal auf, was nach Deleuze alles unter ein Bild fällt. Da wäre das Bild als Erscheinung, das Bild als Bildnis, das Bild als Spiegelbild, das Bild als Widerschein, als Ahnenbild, als Abbild, als Schattenbild, als Traumbild, als Trugbild, als Phantombild, als Echo, als Vorspiegelung, als Vorwand, als Anblick, als Gestalt, als Gleichnis, als Vergleich, als bildliche Darstellung von etwas, als Bild im Geiste, als Vorstellung, als Begriff, als Gedanke oder als Einbildung, sie Schlussfolger, Zitat. Es gibt Bilder für Deleuze tatsächlich nur von Fall zu Fall. Zitat Ende. Hinzu kommt, dass sich Deleuze nicht für die materiellen Unterschiede oder für das faktische Ausgangsmaterial interessiert und es ihm auch egal ist, ob wir es mit einem Bild auf einer Leinwand zu tun haben oder mit einer analogen Fotografie. Ihm ist auch egal, dass wir eine Kamera hier haben und damit das, was die nun projizierte Welt ja einst aufgenommen hat. Denn einzig das Bild zählt. Er würde sich also auch nicht darum scheren, ob ein Bild nun analog oder digital aufgenommen oder verarbeitet wurde. Ein Bild also, welches einfach nur einen Menschen zeigt, wäre für Deleuze gar kein Bild, weil es nichts sichtbar macht, was nicht schon längst sichtbar wäre. Es ist im Gegenteil nur ein Klischee, kein Bild. Und die Aufgabe der Kunst wiederum, und das schließt Malerei und Film ein, besteht darin, das Klischee zu bekämpfen. Um die deleuzianische Ablehnung der Repräsentation ein Stück weit besser einzuordnen, muss erwähnt sein, dass Deleuze im Grunde eine Umkehrung der platonischen Vorstellung von Bild betreibt. Bei Platon finden wir nämlich eine Philosophie der Repräsentation vor, in der eine klare und eindeutige Hierarchie existiert. Da wäre zunächst das Urbild, dann das Abbild und schlussendlich das Trugbild. Hierin erkennt Deleuze eine Hierarchisierung von Bildern, die automatisch mit einschließt und kommuniziert, was defizitär und damit zu diskreditieren ist. Die Rede ist natürlich vom Trugbild, vom Simulacrum. Dieses Trugbild kann seine Ähnlichkeit nämlich nur durch List gewinnen und ist daher dem Zufall oder billigen Oberflächeneffekten geschuldet. Deleuze aber setzt nun an dieser hierarchischen Vorstellung an und will diese überwinden. Das meint, dass er die Identitätsphilosophie Platons durch eine Differenzphilosophie ersetzt. Damit ist keine plumpe Aufwertung des Simulacrums gemeint, sondern die Negation einer vorgefundenen und natürlichen Hierarchie, an der auch gleich Qualität und Ordnung hängt. Das heißt im Klartext, das Differenzielle wird nun nicht mehr als schlechtes Abbild, sondern als positive Macht begriffen und diesem Differenziellen wird ein eigener ontologischer Zustand zugesprochen. Und damit ist das Simulacrum nicht mehr, so fasst es Miriam Schaub treffend zusammen, der Unglücks-, sondern der Regelfall. Dies wiederum führt aber nicht dazu, dass das Simulacrum nun das neue Fundament in einer deleuzianischen Bilderordnung darstellt, sondern dass es gar kein Fundament mehr gibt. Differenz wird nun zum konstituierenden Merkmal und das Homogene löst sich auf. Repräsentation bleibt der Differenzphilosophie damit aber dennoch erhalten. Sie bildet aber nun eher so etwas wie einen negativen Horizont und das meint, dass sie nicht mehr das Reguläre darstellt, sondern ein Effekt der Ähnlichkeit ist. Und diese Ähnlichkeit, vor allem die sichtbare Ähnlichkeit, ist keine, die nach Deleuze eine sonderliche Wirkung auf uns als Betrachter hat. Doch es gibt noch eine dritte Pointe. Wir haben es nun mit einem Chaosmos an Bildern zu tun. Deleuze spricht hier von einer neuen Immanenzebene, in der es keine Rang- und Hackordnung gibt, sondern im Grunde tausend Plateaus.
Deleuze wirft also dem Platonismus nicht Effekthascherei vor, sondern zieht lediglich die Idee eines allgemeingültigen Grundes in Zweifel. Mannigfaltigkeit und Differenz stehen nun auf dem Plan, nicht mehr Identität und Homogenität. Doch diese Mannigfaltigkeit, das gilt es zu bedenken, ist materialistisch gedacht und soll keine metaphysische Spielerei sein, sondern eine Ontologie, die sich bis auf die Kosmologie Epikurs zurückbeziehen lässt. Nun ist auch erst einmal besser zu verstehen, warum Deleuze eine grundlegende Definition von Bild skeptisch gegenübersteht, weil ja jede klare Definition nach einer Hierarchie verlangen würde, die Deleuze bekanntlich ablehnt. Doch was ist nun die besondere Wirkung, die vom Bild ausgeht und etwas sichtbar macht, was zuvor unsichtbar war? Hier führt kein Weg am irischen Maler Francis Bacon vorbei. Francis Bacon, dem Deleuze ein ganzes Buch gewidmet hat, wird für das Zeitbild deswegen so interessant, weil wir in diesem Buch das erste Mal die Vorstellung präsentiert bekommen, dass Zeitlichkeit sich von allen anderen nicht-genuin zeitlichen Größen extrahieren und als intrinsische Dimension bestimmter Bilder bestimmen lasse. Und da ist noch eine andere Sache wichtig. Wir können mit dem Bacon-Buch noch einmal die deleuzianische Ablehnung der Repräsentation, des Repräsentativen nachempfinden, die sich dort im Begriff des Figurativen niederschlägt. Deleuze hat hier eine klare Auffassung. Er schreibt, Zitat, die Malerei muss die Figur dem Figurativen entreißen, Zitat Ende. Denn, Zitat, das Figurative, die Repräsentation, impliziert den Bezug eines Bildes auf ein Objekt, das es illustrieren soll. Sie impliziert aber auch den Bezug eines Bildes zu anderen Bildern in einem Kompositionszusammenhang, der eben jedem Bild sein Objekt verschafft. Die Narration ist das Korrelat zur Illustration. Zitat Ende. Deleuze fordert also, dass Malerei niemals etwas Sichtbares einfach nur als mimetisches Abbild doppeln darf. Es muss immer etwas Unsichtbares sichtbar gemacht werden und das meint Kräfte und Affekte. Das Figurative meint hingegen die mimetische bzw. repräsentative Korrelation zwischen einem Gemälde und einem dazugehörigen Objekt. Das Figurale wiederum ist dieser figurativen Referenz enthoben und bringen stattdessen etwas Sensationelles, etwas Empfundenes oder etwas Empfindendes zum Ausdruck. Das erschafft zwar immer noch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Gegenstand und dem Gemälde Bacons, denn diese Ähnlichkeit ist ja auch unhintergehbar, aber diese Ähnlichkeit ist nun keine optische mehr, sondern beruht auf einer sensuellen, nervlichen, energetischen Übereinstimmung verschiedener Kräftefelder. Was Bacon also in seinen Porträts sichtbar macht, ist ein unsichtbarer Anteil der Person und das auf der Ebene der Körperlichkeit. Das Besondere an den Deformationen, die die Körper in den Gemälden Bacons widerfahren, ist, dass diese Deformation keine von außen einwirkende Gewalt ist, sondern eine, die aus dem Inneren kommt. Diese Deformation der Körper, die, Zitat, kontrahiert und angesogen, bald gestreckt und gedehnt sind, Zitat Ende, veranlasst Deleuze wiederum über die Zeitlichkeit dieser Bilder nachzudenken. Er stellt fest, dass wir es bei den Gemälden von Francis Bacon mit reiner Präsenz, also mit Zeitlichkeit unterhalb der Repräsentation zu tun haben, mit Kraftauswirkungen auf Körper, die im Millisekundentakt stattfinden. Es ist fast so, als ob die Körper durch ihre eigenen Körperorgane ihrer festen Kontur zu entkommen versuchen. Für die Untersuchung des Zeitbildes ist also entscheidend, dass Deleuze in der Malerei Bacons eine Kraft in den Bildern am Werk sieht. Wir reden von virtuellen Kräften, die vom Bild ausgehen und das kann eben auch die Zeit im reinen Zustand meinen, so wie er es beispielsweise im Bild Free Studies of the Mailbag erkennt. Ich habe dieses wunderbare Triptychon in der Videobeschreibung einmal verlinkt. Was wir hier also vorfinden, ist eine Verschränkung von Bildlichkeit und Zeitlichkeit, die dann eben auch für seine Kinobücher interessant wird, weil Deleuze bereits hier etwas zu finden meint, das Zeit und Zeitlichkeit direkt präsentiert und nicht durch irgendeinen Stellvertreter der Repräsentation, Narration oder Illustration.
An dieser Stelle stoßen wir langsam, aber sicher auf die den beiden Filmbüchern zugrunde liegende Frage, nämlich warum sich die Philosophie überhaupt mit dem Kino beschäftigen muss. Die erste, einmal abgespeckte, aber wegweisende Antwort lautet, dass wir im Nachdenken über Bilder zur Rückseite der Sprache gelangen können. Und das meint, dass wir auf diese Weise zu einer Differenzphilosophie gelangen, die ein anderes Nachdenken über unsere Zeitordnung ermöglicht. Statt mit Hierarchie, Linearität, Sukzessivität haben wir es nun mit Simultanität, also Gleichzeitigkeit und Mannigfaltigkeit zu tun. Wenn wir dies ernst nehmen und damit auch unser Nachdenken über Zeit verändern, könnte sich auch unser Nachdenken über uns, die Welt und die Erkenntnis verändern. Und genau das kann das Zeitbild liefern. Doch darum soll es erst im nächsten Teil zu Gilles Deleuze gehen. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört Ihnen.